Entschuldigung, ist das hier das Meeting für das Selbstmarketing der Firma Impact? Bin ich hier richtig? Ich würde mich gerne irgendwo hinsetzen. Also in diesem Haus ist nichts ausgeschildert. Ernest? Was? Ja? Darf ich Ernest zu Ihnen sagen? Sie sind also nicht hier, weil Sie mehr Erfolg haben möchten. Es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Was? Wie? Ich möchte schon mehr haben, aber anders. Ja. Sie sitzen hier ja alle. Ich bin ja hier, weil ich... Ist das, gehört das schon Sie? Zu? Gehört schon? Ja. Ich möchte mein Profil schärfen. Das ist doch scharf genug. Ist das ein Test? Wie meinen Sie das? Wie? Ich meine so zum... Es wird wahrscheinlich mir? so ein... Das gefällt mir. Jetzt setzen Sie sich doch bitte hin. Ja, ich würde mich jetzt richtig gerne setzen. Sind Sie verheiratet? Wenn das alles so toll läuft bei Ihnen, warum sind Sie dann hier? Tja, mein Problem ist, ich bin einfach zu gut. Jede Bewegung, jedes Wort stimmt. Ja, aber ich habe immer Probleme mit dem Ensemble und den Regisseuren. Ja, die können nicht mit mir. Ich habe auch in Moskau gespielt, am Bolschoi-Theater. Natürlich Shakespeare, Hamlet, Licht, Beat, Willing a Beat, Wort, в чем вопрос? Должна великая душа сносить удары рока? Ой, я так хорош, ой, я так хорош, так хорош, я так хорош. Licht. Ohne Moos nichts los, ja, wie schon die alten Griechen sagten. Ja? Ja? Ohne Moos nichts los und auch kein Calvados. Ja, das finde ich genial. Du bist ein Poet. Was ich vorher über meine Wohnung sagte. Hörst du das? Rum and Coca-Cola, Golden Point Kuma. Toll, ja? So schönes Wetter hier. Die Götter gratulieren mir jetzt schon. Working for the Sicher. Jetzt mal im Ernst. Sie gefällt Ihnen? Nein. Sprechen Sie doch mit ihr. Nein. Haben Sie Angst vor ihr? Nein. Hören Sie auf, immer Nein zu sagen. Seien Sie positiv. Nein. Gehen Sie zu ihr und sprechen Sie mit ihr. Ja? Sagen Sie ihr, dass Sie schön aussieht. Ja? Ja. Und laden Sie zum Essen ein. Ja. Danach laden Sie sie zu sich nach Hause ein. Ja, und? Schalten Musik ein. Ja. Und? Machen eine Flasche Champagner auf. Ja, und?
laden Sie zum Tanz ein. Ja, und? Umarmen Sie. Ja. Fester. Ja, und? Dann flüstern etwas Nettes ins Ohr. Ja. Ja, und? Und dann gehen Sie mit ihr ins Bett. Ja, und? Ja, und, ja, und, ja, und, ja, und. Sie machen mich echt wahnsinnig. Haben Sie sie nicht alle? Unschuldig. Ich spüre das Potenzial. Ich liebe dich. Leonhard, hast du was gesagt? Ich bin eingeschlafen. Die zweite Geige, die ist schizophren. Die zweite Geige, die sitzt hinter der ersten Geige und muss auf diese wenigen Momente lauern, wo sie hervorblitzen und explodieren muss. Darauf muss sie warten und dann muss das ganz plötzlich sein und ganz kurz. Und dann muss sie sich sofort wieder in den Hintergrund rücken und sich einordnen. Ich kann nie so spielen, wie ich es gelernt habe. Im Studium lernt man nicht, die zweite Geige zu spielen. Nein? Sie kommen auf den elektrischen Stuhl zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Zum elektrischen Stuhl? Ja! Nein, so ist das Leben eben. Das muss man sich einmal vorstellen. Da verurteilen die mich wegen sowas zur Höchststrafe. Ich meine, das hätte ja auch lustig sein können. Und nach einer Zeit gibt er mir einen Brief. Stellen Sie sich das mal vor, der Papst mir einen Brief. Und in diesem Brief schreibt er, dass ich so etwas wäre für ihn wie eine Tochter. Papa. Aber im Prinzip kann das jeder träumen. So etwas ist ganz normal. Na, sowas träumt nicht jeder. Das stimmt doch etwas nicht. Stopp. Was meinen Sie damit, das stimmt etwas nicht? Ich glaube schon, dass Sie psychische Probleme haben. Was? Darf ich mal so auf den Post aufspringen? Der richtige Platz für eine Geige. Warum ist Weitraum auf einmal so schlimm und Ihre nicht? Sie waren nackt und Sie sind sowieso obszön. Nein, ich bin gut, aber Sie sind vielleicht gefährlich. Sprechen Sie Französisch? Nein. Quel dommage. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Leider nein, verstehe ich nicht. Es wäre alles viel schöner, wenn es nur einfacher wäre. Wie schön. Was ist das für ein Material? Man nennt es Alpaka. Aha, Alpaka. Ja, sehr leichter Alpaka. Aha, eine sehr leichte Alpaka. Ich trage im Sommer auch kein Baumwolljackett, weil ich es durchschwitze. Aha. Ja. Außerdem steht es mir nicht. Ein Mann mit starker Figur muss aufpassen, was er trägt, damit er nicht so plump wirkt. Aber Sie sind doch nicht so plump. Ach nein? Nein, Sie sind nicht der schmächtige Typ. Aber Sie haben einen starken Knochenbau und eine eindrucksvolle Statur. Danke. Ich trainiere auch täglich. Ach so. Ja, mein Bauch war früher ganz schlaff. Jetzt ist er fest. Hallo? Wollen Sie mal boxen? Like a bird on a wire, like
I got drunk in some old midnight choir. I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight in some old-fashioned book. It was the shape of a love twisting me. Leonard? Gratulation! Wozu? Heute, genau vor einem Jahr, da haben wir Impact gegründet. Was? Axel? Wir waren eigentlich sehr erfolgreich. That's what